Wunderschönen guten Morgen. So, dann schauen wir mal, was heute auf uns wartet. Hey Dobi, was willst du denn? Hey, bester Freund. Was hast du jetzt wieder vor? Weißt du, ich brauche ein Geschenk für jemanden, aber ich kann mich nicht entscheiden, was ich für sie besorgen soll. Sie? Oh, junge Liebe, wie süß! So ist es nicht. Deine Nachbarin Emily hat ein paar Eier vorbeigebracht, als meine Mutter krank war. Jetzt will ich meine Mutter Emily etwas zurückgeben und ich soll mir ausdenken, was das sein wird. Okay, hast du schon eine Idee? Ich habe ein paar Baupläne. Welchen findest du am besten? Einen Apfel. Ich vertraue auf dein Urteil, bester Freund. Ich möchte dich damit beauftragen, Emily heute mein Geschenk zu überbringen. Im Gegenzug erhältst du die Hälfte meines Essensgeldes. Oh no, das musst du mir aber nicht geben. Ich mache das auch gerne so. Warum kannst du es ihr nicht selber bringen? Ich muss zur Schule, sonst gibt mir meine Mutter Hausarrest für den Rest meines Lebens. Ja, dann wohl hurtig. Du kannst doch noch nach der Schule gehen. Ich bin faul. Denk daran, es heute abzugeben. Sicher doch. Loverboy. Loverboy. Okay. So. Behalten. Heute haben wir wieder Montag. So. Warte, ich muss das gleich wieder alles einsortieren hier hinten, weil ansonsten tut sich da wieder nichts. Das kommt noch rein. Okay. Was brauche ich? Verbundstallträger. Warte mal, was habe ich hier? Jawohl, dann können wir das heute alles abschließen. So. Bei euch alles gut? Ja? Sehr schön. So, dann machen wir das jetzt auf jeden Fall mal. Und dann schauen wir, wer so irgendetwas haben will. Ansonsten gehen wir mit den Quests weiter voran. So, Dodo. Ah ja, da brauche ich den Aktivierungschip noch. Vielleicht schauen wir da doch in die 1er Ruine wegen den kleinen Chips. So, weil in der 2er haben wir keinen einzigen gefunden. Vielleicht kriegen wir die nur in der 1er. Mal schauen. Sehr gut. Bei euch ist ja alles okay. Wunderschön. So. Marktpreis muss ich auch noch schauen. Darf ich nicht vergessen, wenn wir dann in die Stadt reingehen. Weil wir haben so viele Fische zu verkaufen und ich möchte endlich das Grundstück erweitern. Das gehört unbedingt gemacht. So, ja. Du bist schon gestreichelt, du kriegst noch. So, dann wie sieht es bei euch futtertechnisch aus? Passt noch alles. Wunderbärchen. So, da passt alles. Da ist nix fertig. Okay, dann brauche ich einen Apfel. Wo haben wir die? Das heißt, die sind hier drüben drinnen. Falsch, so. Einen Apfel. Nehmen wir uns einen raus. So. Passt. Jetzt kommen wir mal zu dir. Wie geht's dir? Alles gut?
Alles gut? Alles gut. Sehr gut. So, futtertechnisch passt auch. Okay. So, dann schauen wir mal. Aha, okay, da muss ich rüber. Was ist das? Du bist heimlicher Schwarm. Hi, Emily. Beschenken. So, bestätigen. Wow, das ist großartig. Hast du mir das besorgt? Nein, Dobi schickt dir das. Ich werde mich bei ihm und Martha bedanken, obwohl ich irgendwie gehofft hätte, es wäre von dir. Das sieht nicht schlecht aus. So. Kannst du für mich auf die Kürbisprinzessin aufpassen? Ja, mach mal. So, das heißt, ich muss einen Dünger noch holen. Aha. So, Dali, einen Dünger. Das und das gehört auf jeden Fall rein. Okay, warte, ich muss das noch schnell alles drüben einsortieren. Und zwar sortieren. Davon nehme ich 4 raus, die 5 da mal rein. Ich glaube, die brauche ich. Das kommt hier rein. Okay, das andere ist eigentlich mehr oder weniger eh zu verkaufen. So, dann machen wir das noch schnell. Erledigt. Wo ist sie denn? Hä? Ah, hier ist sie. Vielen Dank, die Prinzessin sagt mir, ich soll Hihi sagen. Sagt da auch nichts anderes mehr. Immer dasselbe. So, dann warte mal. So. Aha, ist noch gar niemand da heute. 2 Ledergürtel. Holzsäule. Na gut, dann nehmen wir das an. Wie sieht's hier eigentlich aus? Pff, da brauche ich nicht mehr schauen, ne? Es geht ja eh schon von alleine. So, wo bist du denn? Gehen wir mal schauen, wie der Marktpreis ist. 103 ist mir noch zu wenig, aber das kann ich verkaufen. Die Sachen verkaufe ich jetzt mal, das braucht keiner. Buff braucht keiner. 30 GB können wir auf jeden Fall behalten. Behalten wir und das lassen wir auch. Okay. So, dann... Ups, ups, oh, sorry, jetzt aber. So, was ist hier? Muss ich da jetzt rein? Ja. Warte. Etwas riecht total schrecklich. Willkommen, Ori. Warte. So. Soll ich dir etwas vom Grill geben? Jetzt gerade nicht. Riechst du diesen komischen Geruch? Oh Gott, ja. Ich habe ein neues Shampoo aus Atara und nun... Es riecht total schrecklich. Ich denke, ich werde damit ein Verlustgeschäft machen. Warum nimmst du nicht deine alten Produkte? Nun, ich habe das Zeug gekauft. Vielleicht soll ich es auch benutzen. Ja, auf jeden Fall. Musst du was dazu tun. Hallo? Super Idee. Sieh mal einer an, wie schlau du bist. Aber etwas, das du vielleicht nicht über mich weißt. Ich habe keinen Geruchssinn. Als Kind flog mir ein Feuerwerk in die Nase. Ein echter Zufallstreffer. Warum fragst du die Leute nicht?
wie Shampoo riechen soll. Eine Umfrage sozusagen. Damit können wir dann weitermachen. Mach mal, natürlich. Super, ich wusste, auf dich kann ich zählen. Natürlich, immer doch. So. Was will denn sie heute von uns? Alter, ja, aber. Hey, Ruhe da. Könnt ihr beide aufhören, euch anzuschreien? Ja, aber was ist los? Ach, du bist es, Ori. Hörst du nicht, wie Carol und Mars drüben streiten, wer einkaufen gehen soll? Ich muss heute viel drucken und habe keine Nerven für ihre Streitereien. Hast du sie nicht gehört? Weißt du, meine Mutter hat immer gesagt, ich hätte Ohren wie ein Luchs. Apropos. Draußen direkt vor dem Gebäude macht jemand Krach. Könntest du ihn von mir ausrichten, er möge die Klappe halten? Sicher. Entschuldigung. Hey, schön dich zu sehen. Ich wünschte, die Umstände wären angenehmer. Fast wäre ich über eines von Crabs Geschenke gestolpert. Ja, aber will, dass ich mich beruhige? Okay, nächstes Mal, wenn ich fast zu Tode stürze, behalte ich es für mich. Oje. Kann ich das nicht aufheben? Nee. So, das heißt... Da müssen wir quatschen. Das da draußen war Mai. Oh, sie ist gestolpert. Ich verstehe. Nun bin ich froh, dass es ihr gut geht. Aber all das... Wir behandeln nur die Symptome und nicht das eigentliche Problem. Dass ich mein Luchsgehör verliere. Ohrenschützer? Du kannst sie machen, oder? Wenn ich ein paar Ohrenschützer hätte, könnte ich meine Kräfte beliebig ein- und ausschalten. Du musst mir helfen. Natürlich. Du bist der Beste. Bald werde ich ein Leben in toller Stille führen. Dana sagte... Wenn wir nicht farblich unterschiedliche Kleidung tragen würden, würde sie uns sicher verwechseln. Herr Musa hat bei dem Brandfall keine Sekunde gezögert. Er sagte mir am nächsten Tag, dass er vollstes Vertrauen hat, dass der Bürgermeister den Hafen wieder in Gang bringt und komplette finanzielle Unterstützung leisten wird. Was für ein Geschäftsmann! Achso, da ist ja noch irgendjemand da. Die Sonja. Ein neues Shampoo, oder? Das ist eine großartige Idee. Könntest du es wie frischen Tee riechen lassen? Das wäre dodgig. Okay, dann der nächste ist wahrscheinlich der Antoine. Schauen wir mal. Genau, dachte ich mir. Viele Leute im Dorf werden dieses Shampoo benutzen, oder? Warum nicht auf Nummer sicher gehen und einen Blumenduft verwenden? Alle lieben Blumen. Okay. So, okay, warte mal. Jetzt holen wir mal. Was sind das? Ledergürtel. Ich weiß gar nicht, habe ich davon welche? Falsch. So. Ledergürtel. Habe ich gar keine. Muss ich zwei machen. Okay, Ledergürtel. Ledergürtel. So, die können wir mal mitnehmen. So, hier ist der Handelsauftrag. Den schließen wir gleich ab. Nee, falsch, hier drüben. Albert! Danke, du warst eine große Hilfe. Bitte. So, und dann müssen wir in der Klinik noch.
Okay. Boah, ich sehe nichts. Halleluja. Ich laufe da hinten hoch. Zack, zack, zack. Zack, zack. So. Phyllis. Ah, ich kann mir keinen eleganteren Duft vorstellen als Aroma-Apfel. Ganz natürlich und überraschend verlockend. Das Letzte, was ich brauche, sind Leute, die einen künstlichen Geruch in der Klinik verströmen. Empfinde nur ich so, oder ist Liu war plötzlich total attraktiv? Ich meine, er ist nicht mein Typ, aber ich verstehe definitiv, dass manche Mädels für ihn schwärmen. Ich bin nur froh, dass niemand bei dem Feuer verletzt wurde. Was hat dieser Mann sich nur dabei gedacht? Okay. Dann haben wir das auch. So. Dann müssen wir jetzt zum Friseursalon zurück. Zack, zack. Da gehen wir gleich über alle Dächer drüber. So, dann verkünden wir ihm die Nachricht, was da rausgekommen ist. Da ist er. Sanwa. Hervorragende Marktforschung. Und jetzt erzeuge das Produkt. Verändere es. Ori, kannst du mir ein paar Rohmaterialien besorgen, um den Duft herzustellen? Sicher. Nun, basierend auf der Marktforschung brauchen wir wohl Tee, frische Blumen und einen Aromaapfel. Auf diese Weise bekommt jeder, was er will. Richtig? So, er hätte gedacht, dass Dava bei Dana eine Chance haben würde. Meine Brüder freuen sich über den Hafen, aber für mich ist er nur eine Verschwendung von Rohstoffen. Ein Flughafen wäre doch viel cooler. Das findest du doch auch, oder? Okay, dann haben wir das auch. Okay. Wir haben Uhrzeit. 11 Uhr. Okay, so. Wir haben ja die Waschmaschine noch bei, weil das kann ich, Ohrenschützer kann ich lernen. Die Waschmaschine gehört ins Museum. Ich weiß gar nicht, ob die schon drinnen ist. Weiß ich gar nicht. So, schauen wir mal. Hier ist eh schon ziemlich voll eigentlich. Schauen wir mal. Ausgestellt. Nee, Waschmaschine sehe ich keine. 50 Stück haben wir schon. 60 brauchen wir, dann kriegen wir da irgendeinen Bauplan. Okay, der Waschmaschinikus. Wo haben wir noch Platz dafür? Hinten, oder? Hä? Gehört die dann eventuell hier irgendwo hin? Ah ja, Tatsache. Okay. Ja. Abgestellt. Sehr schön. Okay. Dann müssen wir hier nach hinten. Shampoo, Ohrenschützer. Dann machen wir die zwei Sachen noch. Warte mal, das durchweg. Dann machen wir das noch. So. Einmal Rosen. Aromaapfel. Wo kriege ich Rosen her? So, das heißt zwei Aromaapfel. Aromaapfel. Zwei Stück. Der Rest kommt wieder rein. Dann Tee. Den Tee, glaube ich, habe ich hier drinnen. Äh.
Tee. Wie viel brauche ich? 2 Tee. Also der gehört hier ja gar nicht rein. Hier war er drinnen. Okay, 2 Tee und Rosen. Warte mal, Mission. Kriege ich wahrscheinlich bei Dings im Laden, im Blumenladen. Schätzungsmotiv. Schauen wir mal. Genau, ein Strauß Blumen. Einmal Rosen, einmal kaufen. So, dann geben wir ihm das ab. Dann ist das erledigt. Okay, das ist alles. Ich muss mich nur daran erinnern, was ich damals in der Kosmetikschule in Atara gelernt habe. Ich werde das Shampoo bei meinen Brüdern testen und dir dann sagen, wie es ankommt. Vielen Dank. Bitte schön. Die Ohrenschützer hätte ich auch gleich machen können zu Hause. No. Okay, warte. So. Dann huschen wir wieder nach Hause. Dann machen wir gleich die Ohrenschützer. So, Dali. Hier. Zack. So, die Ohrenschützer werden wir hier machen müssen. Einmal hinzufügen. Dann brauche ich die Silikonchips. Die sind fertig. So, das heißt, wo muss ich jetzt hin? Wieder in den Friseurladen. Das hätte ich alles auf einmal abgeben können. Nee, muss ich doch nicht hier hin. Ah ja, stimmt, der war ja hier. Die Mai, da ist er, der Erwa. Mein ganzes Leben bis jetzt war ich ständig von Lärm umgeben. Zum ersten Mal seit langer Zeit kann ich wieder meine eigenen Gedanken hören. Ich wette, ich kann sogar ein Nickerchen machen, während Dobi und Django heute trainieren. Ich kann es kaum erwarten, sie beim Nickerchen zu tragen. Wir nehmen das als Dankeschön für deine Hilfe. Danke! So. So. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Ah, ich laufe natürlich ohne. Okay, warte. Das heißt, Missionen haben wir jetzt nur das und das. Das kann ich noch nicht machen. Dann erledigen wir zuerst das beim Moor. Und dann muss ich, glaube ich, durch die Baumschule durch. Warte. So. Das ist, glaube ich, hier hinten oder so. Oder auch nicht. Doch. So, hier muss es sein. Genau. Boah. So. Hoch, 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 hoch. Und jetzt hier. Zack. Hallo. Ah, wie cool. Jetzt können wir da auch rüber. Bam. So, gehen wir gleich mal ein bisschen schauen, ne? Was da auf uns wartet. Holzsäule müsste ich hier hinbringen. Aha, okay. Gibt es hier wieder irgendwas Neues auch?
Boah, das ist ja wieder ein riesengroßes Areal hier. Oh, das sind Frösche, das sind Gegner, oder? Ach, hier hinten geht's weiter, oder wie? Ach so, bin ich unten drunter. Ah, wie komme ich... Hier. Komme ich... Aha, das heißt, hier wird das nächste dann gebraucht. Okay. Da ist eine Truhe. Ein verbesserter Motor. Okay. Was haben wir hier dann noch? Komme ich hier hoch? Ach, was? Okay. Wo bin ich hier? Einmal erkunden. Alter, was? Dubai. Aha. Ob ich da hinten auch jemals hinkomme? Das heißt, unsere Map ist jetzt eigentlich komplett geöffnet, oder? Okay. Dann gehen wir jetzt in die Einser-Ruine, kloppen da ein bisschen was und dann werden wir die Sachen fürs Moor auf jeden Fall weitermachen. Ja, ich bin jetzt nur einmal schnell so durchgerannt, mal zu schauen, was dort alles ist. Und wegen Truhen oder so muss ich selber gerade noch schauen, weil da müssen wir auf die Gebäude rauf. Ja. Ja, passt der hier lang? So, dann hier. Dann bleibst du bitte. Sorry, so. Ja, wir bestätigen und gehen für... Ja, kaufen wir. Okay, das heißt, wir haben jetzt zurückgestellt. Und schauen gleich mal, findet man so irgendetwas? Oh ja, gleich unter uns. Alter, sind hier viele Sachen. Okay, ich fange hier an. Ledersofa. Da frage ich mich, was holen wir uns, ob wir das vielleicht auch im Dings absetzen können. Im Museum. So, sehr gut. Schauen wir mal. Nee, tatsächlich nicht. Kiste, Kiste, Kiste. Brillenglas. Okay. Das war der falsche Knopf. Kiste, Kiste, Kiste. Kleine Uhr, hä? Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ist das einfach so dann mit drinnen, oder was? Okay.
einmal, ich hole das jetzt noch. Und dann gehen wir weiter. Zack, zack, zack. Du kommst noch mit mir mit. So, und dann haben wir hier... Kriege ich denn die Chips her? Die Daten, die. Verstehe ich jetzt nicht. Dass ich die einfach so rausbekomme, dass. Okay, schauen wir mal. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich das bekommen kann. Dass das vielleicht einfach so reinfällt. So wie die Datendisk zum Beispiel. Normalerweise sind die ja ganz normal zum Finden, oder? Oder bin ich jetzt komplett bekloppt? Okay, schauen wir noch mal. Okay, das verstehe ich gerade gar nicht. Achso, weiter, weiter nach vorne. Okay. Das ist ganz, ganz kurios. Ich weiß gerade nicht, wo ich die herbekommen soll. Ich denke, die Dose, die holen wir uns natürlich auch noch, wenn sie schon markiert ist. So, warte, aber ich muss jetzt noch mal nachschauen. Handbuch, Gegenstand, das ist ganz hinten, Rohstoffe. Der Datenchip, wo haben wir den?
Nee, da ist nichts. Sind die Silikondinger? In der Zweier. Habe ich jetzt wieder drüber geschaut? Flotter, schnell, schnell. Das ist in der Zweier, okay. Ja. Gefahrvolle Ruinen. Forschungszentrum Börse. Verlassene Ruinen, gefahrvolle Ruinen. Für mich heißt das, das muss in jeder Ruine zu finden sein. Verstehe ich nicht, warte. Gehen wir nochmal rein. Okay, das verstehe ich gerade gar nicht. Das Einzige, was ich machen könnte... Achso, ich habe nichts mehr. Dass ich zur Dings hochgehe. Wie heißt es jetzt? Zur Ziviltruppe und dort sage, sie sollen, weiß ich nicht, die Ruine, wo auch immer die zu finden ist, also bei den Ruinen, dass ich da durchgehe und schaue, wo man die Dings dazu bekommt, die Chips. So. Schauen wir mal. Nix, da ist nix. Hier will ich 3 bekommen. Das war hier. Da macht man so. Aushängen. Ja, dann warten wir auf das. Und wenn ich es anders nicht finde, was soll ich machen? Was soll ich machen? Okay, so, das heißt, dann hoppidi hoppidi hopp, gehen wir wieder nach Hause. Jump! So, du gehst zurück. Wie sieht es jetzt hier aus? Haben wir irgendwas? Die Sachen sind ja alle schon drinnen. So, dann brauche ich die Relikte. Warte mal, da mal sortieren. Das sind noch Relikte, das ist noch ein Relikt. Was ist denn das? Okay. Ja, die restlichen Sachen gehören hier eh nicht rein. Okay. So, dann sortieren wir das mal ein. Sehr gut, das kommt noch rein. Die brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Die Sachen sind zu verkaufen. Okay, ich brauche 4 Holzsäulen. Da habe ich gerade... Ah, da brauche ich Pappelholz. Hiervon brauche ich 15 Stück. Da fällt das Eisenerz. Okay, warte. F. Machen wir alles anschaffen. Und dann sortieren. Kommt das auch noch rein. Dann hier werden da noch welche gefertigt.
dieses Eisen. Das heißt, ich brauche Bappelholz und purpurnes Harz. Okay, zwei kann ich ja mal machen. Das heißt, morgen müssen wir rüber in die Wüste. In der Wüste müssen wir morgen. So, das heißt, Missionen haben wir nur die zwei, sonst haben wir nichts mehr. Okay, perfekt. Ach, jetzt sind die Kupferspiralen auch wieder weg. Okay, gut. Naja, dann war das ein langer, anstrengender Suchtag. Morgen geht es dann weiter. Ich sag Dankeschön, gute Nacht und bis morgen.